Shalom Aleichem. Fast 1000 Jahre, wir reden 980 in Mainz, in Magenza. Dort war eine große Rabbi, der ist Rabbeinu Jakob ben Rabbi Yakar. Er war einer von den größten Chachamim in Ashkenaz, in Deutschland. Weil es ist so weit entfernt zwischen unserer Generation und die Zeit von Rabbi Yakov bar Yakar, haben wir sehr wenig Einzelheiten über den Mann, insbesondere weil er war ein besonderer, demütiger Mensch. Er war ein Paitan, geschrieben Piyutim über die Sidur, er hat geschrieben Kommentar über die Tfila, Talmud Bavli, und er war ein Torahlehrer. Aber man kann seinen Titel in zwei Wörter sagen: Posek und More. Er hat geschrieben Malacha und er war ein Lehrer für Tanach. Wir wissen, dass sein Vater Rabbi Yakov war ein großer Torah-Gelehrter und mit sehr viel Geduld hat er gelernt bei seinem Vater. Rabbi Yakov bar Yakar hat auch gelernt bei Rabbeinu Gershom Meor HaGola. Er war der Rosh Yeshiva in Mainz. Es war wahrscheinlich eine kleine Yeshiva mit Maximum 7 Schüler, und er ist geboren und gestorben in Mainz. Auch wenn viele Jahre inzwischen hat er bestimmt gewirkt in Worms. Dort in Worms hat man entdeckt, wie sanftmütig und ein Mensch, wo er selbst ist unwichtig, sondern nur seine Torah. Rashi schreibt über seine Rebbe, Nag kaskupa nidreset. Er war so wie eine Fußmatte, niedrig. So wie Shirei Shiraim, so wie der Rest von dem Essen. Rashi nennt immer sein Rebbe, sein More, sein Lehrer, Mori Azaken, mein alter Lehrer. Und sehr oft Rashi schreibt, leider diese Sache konnte ich nicht meinen Lehrer fragen. Aber eine von den Sachen, die mir so inspiriert, sieht man die Fingerabdrücke von Rabbi Yakov bar Yakar bei Rashi. Unglaublich, er schreibt so: Ani nitle beilan gadol, ich häng mir an einen großen Baum, bei meinem Lehrer Rabbi Yakov bar Yakar. Ve'af ki lo shamati mipiv dovor ze, auch wenn habe ich das von ihm nicht gehört, mikol makom, auf jeden Fall, libi usvarati ve'avanati mipiv yatzau. Genial, so schön, so warm, mein Herz, meine Gedanken, mein Verstand, meine Linie. Das nennt man heute in Deutschland Lernen, Lernen. Also mein Lehrer hat mir beigebracht, wie soll man lernen. Und man sieht sehr viele Halachot von Rabbi Yakov bar Yakar. Zum Beispiel, es war eine Diskussion, was macht man nach die Toilette, wenn jemand war zum Großen und danach will er essen. Gleichzeitig, gleich nach die Toilette will er essen, er will die Hände waschen. Wie oft muss er die Hände waschen? Eins, und es ist gültig für Vergangenheit und für Zukunft, also Toilette und Essen. Oder muss man zweimal? Rabbi Yakov bar Yakar sagt, braucht man zweimal. Genauso gibt er sehr viele Antworten über Kaschrut, milchig und fleischig, Lungen, Etrogim. Und eine von den besonderen Sachen ist, dass Rabbi Yakov bar Yakar war auch eine Posek. Er hat schnell Halacha-Sachen, Entscheidung getroffen. Eine von den berühmten Sachen ist, dass Rabbeinu Yakov bar Yakar schreibt, dass am Schabbat der Gehenom ist zu. Darum riecht das in der Welt viel besser, angenehmer. Weil von Gehenom kommt raus unangenehmer Geruch. Aber beim Schabbesausgang wurde Gehenom, die Hölle, beginnt wieder zu arbeiten. Und es kommt in die ganze Welt ein unangenehmer Rauch, Geruch. Dann muss man am Schabbesausgang nehmen eine Parfüm, eine Psamim, ein gutes Geruch und das einfach genießen nach Schabbat. Rabbi Yakov bar Yakar hat geputzt selbst die Synagoge. Er hat genommen einen Besen und geputzt die Synagoge und auch die Aron Kodesh. Stell mal vor, ein Rabbi, ein Rosh Yeshiva, ein Genie von der ganzen Torah. Bis man erzählt, dass er hat mit seinem Bart geputzt die Toraschrank. Anscheinend war das, dass er war so gebeugt und er hat das gemacht,
hat man das so genannt. Rabbi Jakob hat sehr wenig geschrieben. Wahrscheinlich war das wegen seiner demütigen Charaktereigenschaft. Aber später in den zukünftigen Jahren in sehr vielen Sfarim, Machzor Vitri, Sefer Ora, Sefer Chassidim, Tshuvot Maharam von Rothenburg, Tur, Shulchan Aruch, also sehr viele Bücher von Deutschland, viele schreiben über Rabbi Jakob Bar Yakar, Ri Bar Yakar. Ri Bar Yakar ist gestorben 1064 und in Mainz, in dem jüdischen Friedhof, gibt es ein Grab, wo dieser Grab ist von Rabbi Jakob Bar Yakar in dem alten jüdischen Friedhof und viele kommen dort zu beten. Dort steht geschrieben Matzevat Rabbeinu Jakob Bar Yakar Niftar Legan Eden Bifrat Bishnat Taf Taf Chav Dalet Leprat Nafsho Be'Eden. Also steht zweimal, er ist gegangen zu Gan Eden und er befindet sich in Gan Eden. Also, das ist ein besonderer Mensch, Ri Bar Yakar, der Rebbe von Rashi. Rabbi Jakob Bar Yakar hat am Rosh Chodesh nicht gesagt, Bracha über dem Hallel, weil es ist nicht eine Pflicht von Torah oder von Divrei Sofrim. Nur am Chol HaMoed oder am Chanukah hat er gesagt, Hallel mit Bracha. Also da sieht man einen besonderen Mensch. Also mir gefällt insbesondere über diesen Tzadik, dass Rashi spürt, dass seine Denkweise, dass seine Lebensbrillebild kommt von seinem Lehrer. Das ist ein Lehrer, der hat hinterlassen über seine Schüler eine große Wert. Soll er oben ein lichtiger Gan Eden? Und wie gesagt, Rabbi Jakob Bar Yakar hat geschrieben eine Perush über die Piyutim und die Tfila. Und da will ich eine kurze Sache sagen. Immer, insbesondere in Deutschland, hat man jeden sehr oft und sehr häufig erniedrigt und Probleme gehabt. Da muss man gehen zu der Oberbürgermeister, zu der Fürst, zu dem Graf, zu dem wie auch immer, um ein bisschen zu bezahlen, zu bieten. Und immer wenn es war so Probleme mit der Regierung gegen Juden und Leute sind gegangen, Rabbi Jakob Bar Yakar hat gesagt, ich vermasselt nicht meine Zeit zu gehen zu solchen Leuten. Ich gehe in die Synagoge, ich ziehe aus meine Schuhe und ich bete zu Hashem. Altivtechu benedivim. Vertrau nicht Menschen, die dir helfen. Beben Adam she'en lo teshua. Auf einen Mensch, der dir nicht helfen kann. Ani gegenüber der Ribbono shel Olam bin ich ein Arme und ich komme zu Hashem mit Rachamim und Tachanunim. So eine große Tzadik hat gelebt hier vor mehr als 1000 Jahren, hier in Deutschland, in Mainz, in Magenza. Ich war auf sein Grab mehrere Mal. Soll er haben, allichtige Gan Eden und für uns alle beten. Nur soll man wissen, was für eine große Torah und was für eine große Gdula war hier in Deutschland. Wie hat mehrere Mal dem Rebbe gesagt, Kama Torah und Gdula yatsami Germania ve Kama Tzar ve Tzarot. Also wie viel Schmerz und Probleme und wie viel Torah und Gdula. Shkoyach.